Guten Morgen zu einem weiteren Tag auf unserer Panoramafahrt mit der Mein Schiff 1. Ja, heute steht das nächste Highlight für alle Panoramaliebhaber an, denn wir erreichen heute Schweden bzw. Stockholm. Und das heißt, es steht jetzt erstmal eine gut fünfstündige Panoramafahrt durch die Schärenlandschaft an. Zuvor wollen wir uns allerdings noch stärken. Genau, hier im Ankelmannsplatz. Und da gibt es ja eigentlich immer das Buffet und das wird jetzt ja auch ein bisschen umgestellt. Und das probieren wir jetzt auch mal aus. Genau. Ob wir gut gestärkt dann in den Tag starten, seht ihr dann jetzt. Und danach gibt es dann erste Impressionen hier aus Schweden. Wie in einem unserer letzten Vlogs bereits vorgestellt, gibt es im Buffet-Restaurant Ankelmannsplatz aufgrund des Coronavirus einige Änderungen. So wird euch auch beim Frühstück das Essen von der Crew gereicht, sodass die Gäste nicht direkt mit dem Buffet in Kontakt kommen. Davon abgesehen erwartet euch genau das gleiche umfangreiche Essensangebot wie zuvor. Darunter zählen natürlich auch frisch zubereitete Eierspeisen, gesundes Obst und natürlich eine große Auswahl an Brot- und Brötchensorten, wovon vor allem das Artisanenbrot einmal von euch probiert werden sollte. Auf unserer Reise war der Betrieb im Ankelmannsplatz zum Frühstück sehr überschaubar, was natürlich auch an der geringeren Auslastung an Passagieren lag. Es war sehr entspannt, einen Platz zu bekommen und es herrschte zu keiner Zeit Gedränge. Perfekte Ausgangsbedingungen also, um relaxed in einen Urlaubstag zu starten, der uns nun in die Schärengärten von Stockholm führt. Keep thinking that I could have done something, but now I'm left with an empty heart. No making amends, no waking up beside you and holding you till we forget it all. How could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. You couldn't keep the door shut. So come home, why won't you reappear? Things that I said came out totally wrong. Can't speak of the truth when it's tainted. I fell into a big black hole. It got me stone cold. Während wir gerade die Einfahrt in die Schärenlandschaft genießen, die noch ungefähr so ja, 5 Stunden dann dauern soll, haben wir noch einen kleinen Tipp für euch. Wir stehen jetzt hier gerade auf Deck 5, ganz vorn am Bug und ihr habt in alle Richtungen einen tollen Blick. Einerseits könnt ihr hier einen Teil des Schiffes von vorn betrachten und wenn ihr einfach mal schwenkt, habt ihr wirklich einen tollen Ausblick. Mit, ja, ich würde sagen, schon uneingeschränkter Sicht, wenn ihr nicht so klein seid wie wir. Das stimmt, das ist der Nachteil bei uns. Mit knapp über 1,70 muss man sich da manchmal ein bisschen strecken, genau, um hier Zehenspitzen gehen oder die High Heels rausholen. Um alles zu sehen. Das gilt gerade für dich. Entschuldigung. Genau, aber ansonsten wirklich immer sehr, sehr leer und ihr habt einen wirklich tollen Blick auch über den Bugbereich hinaus, was ja sonst von oben nicht möglich ist, weil man da nur von der X-Lounge oder halt vom Wellnessbereich schauen kann. Genau, und das ist hier auf der Mein Schiff 1 und auch auf der Mein Schiff 2 echt eine schöne, schöne Möglichkeit. Genau, und außerdem könnt ihr auch mal dem Kapitän hier bei der Brücke über die Schultern schauen, nicht, dass der hier irgendwas falsch macht. No Wizard of Oz can undo what I've done. Completely out of luck this time. I'm stuck in reverse. Get away now, but I can't seem to take the lead. Oh baby, how could I know there was no second chances? Like dominoes, my life got really scattered. Still, I find myself hoping that you'll find your way back to me. 'Cause I've been stone cold since you left me here. So come home.
Ja, das war der erste Part unserer Panoramafahrt hier durch die Scherngärten in Schweden bzw. auf dem Weg nach Stockholm. Wir werden auch gerade hier festgemacht, also unser erstes Anlegemanöver der Reise, auch wenn wir jetzt nicht vom Bord gehen können. Ja, ist mehr ein technischer Stopp als alles andere, aber es hat einen ganz besonderen Grund, denn wir erwarten gleich noch ein besonderes Highlight heute. Und zwar nähert sich die Mein Schiff 2 jetzt nur mit hoffentlich Tempo. Und dann erwartet uns hier gleich noch ein Schwesterntreffen und wir sind schon positioniert und halten das natürlich für euch fest. Genau, das ist ein ganz besonderer Moment. So ein Schwesterntreffen immer. Wir hatten das letzte Mal die Mein Schiff 2 damals auf Barbados mit der Aida Perla gesehen. Also für uns auch ein schöner Moment, da wir letztes Jahr auch im Mittelmeer mit dem Schiff unterwegs waren. Ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen die schwedische Sonne hier auf unserem Balkon, auch wenn gerade Schatten ist. Aber ist auch mal angenehm. Genau. Das war jetzt auch unser Aufenthalt hier in Stockholm. Wir waren halt eine gute Stunde da und heute gibt es leider keine Ausflugstipps für euch. Wir waren so schnell mit den Ausflugstipps, dass ihr die gar nicht mitgekriegt habt. Nein. Genau. Nee, da hinten nähert sich auch schon die Mein Schiff 2. Die vertreibt uns jetzt von unserem Liegeplatz. Dann geht es wieder zurück durch die Schärenlandschaft auf die Ostsee raus. War auf jeden Fall ein schöner Moment hier im Hafen bei Traumwetter in Stockholm, muss man wirklich sagen. Also wir sind schon wieder fast bei 30 Grad heute. Wunderschönes Wetter. Und ja, wir werden jetzt noch ein bisschen die Ausfahrt genießen und ein paar Impressionen für euch werden wir natürlich auch dabei haben. I lost my way. No words to say. Time flies by. Cutting down the wires, feeling kinda tired. I think I lost myself, I think I lost myself, I think I lost it all. I'm cutting down the wires. Wirklich traumhafter Tag heute hier bei Stockholm. Geht zu Ende mit einem, wie sollte es anders sein, traumhaften Sonnenuntergang. Es war wirklich ein perfekter Tag heute, das kann man nicht anders sagen. Und wir hatten wunderschöne Landschaft heute zu bestaunen, den ganzen Tag über. Ne? Ging es durch die Scherenlandschaft und ja, so allmählich neigt sich der Tag dem Ende entgegen. Und wir lassen den Tag jetzt auch ein bisschen ausklingen. Genau, für uns geht es jetzt in die X-Lounge zum Abendessen. Wenn ihr euch wundert, X-Lounge, ja, ist eigentlich nur für Gäste der Suiten, Junior-Suiten. Da wir da für euch
investigativ unterwegs sind und heute noch ein Platz frei ist in dem Restaurant, dürfen wir dort auch mal vorbeischauen. Habt da eine super Lage vorne, ja, direkt am Bug des Schiffes. Könnt euch da à la carte quasi das Best-of der Hauptrestaurants hier an Bord zusammenstellen. Ja, wir werden das mal ausprobieren. Kamera ist dabei, da kriegt ihr also auch die passenden Eindrücke. Und bevor wir hier noch wegfliegen vom schwedischen Wind, machen wir uns jetzt schnell ins Restaurant. Mit den letzten Sonnenstrahlen und der Rückkehr auf die Ostsee, die wir hier gerade erreichen und da hinten die letzten Schären, Inseln sich verabschieden, ja, wollen wir auch den Vlog jetzt beenden. Das Abendessen war auf jeden Fall vom Ambiente sehr schön gemacht. Da ist auch so ein Klavierspieler in der X-Lounge, der das Abendmahl für euch dann musikalisch untermalt. Wie gesagt, kulinarisch erwartet euch dann auch nur ein Best-of aus den normalen Spezialitäten-Restaurants bzw. à la carte-Restaurants hier an Bord. Da habt ihr jetzt also keinen Vorteil, dass es da irgendwelche anderen Speisen gibt. Daher, man kann es als Suitengast oder Junior-Suitengast nutzen. Allerdings wichtig zu wissen, die Getränke müssen dann dort bezahlt werden, außer ihr habt ein besonderes Paket gebucht. Ja, da es für uns auch ein anstrengender Tag war, ohne Landgang auch mal, trotzdem viel zu filmen, viel zu gucken, viel Seeluft und schönes Wetter, wollen wir den Vlog jetzt beenden. Wir hoffen, euch hat diese Panoramafahrt durch die Schärengärten Schwedens gefallen. Ja. Ich persönlich kann auch von mir sprechen, ich war total beeindruckt, dass es so schön ist, hat mich sehr überrascht und wir hatten auch super viel Glück mit dem Wetter. Also wie ihr seht, ist ja auch hier noch spiegelglatt, wunderschöne Sonnenuntergänge jeden Tag und ja, muss man Glück haben. Genau. Ja. Dabei waren wir ja schon mal vor über 10 Jahren hier, aber da konnten wir uns jetzt beide nicht mehr so gut erinnern. Also Häuser mal aufgefrischt. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Naturhighlight gewesen. Ja. Morgen geht es dann mit weiteren Naturimpressionen weiter. Da erreichen wir nicht nur die Meyerwerft in Turku, sondern da gibt es auch dann ja, Fjordlandschaften und schöne Natur vorher zu sehen und auch nochmal ein Wiedersehen mit der Mein Schiff 2. Es wird also auch im nächsten Vlog nochmal spannend. Deswegen, wir gehen jetzt ins Bettchen. Die Sonne geht jetzt auch unter. Machen wir einen spannenden heute. Genau. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Bis dahin. No wizard of Oz can undo what I've done completely.